So, und jetzt wird Zeit, dass wir mal wieder eine Frau ans Mikrofon lassen, denn die Hälfte aller Kiffer haben kein Y-Chromosom. Julia Seliger, Journalistin, ehemaliges Orga-Mitglied der Handparade, ehemals Parteirat der Grünen und eine, die Handpolitik mit dem Kopf und nicht nur mit den Händen beackert. Viel Spaß mit Julia Seliger. Hallo Handparade, hallo CDU. Nee, ich kann jetzt nicht darauf achten, dass ich irgendwie anders gucke oder so. Ich muss mich jetzt schon konzentrieren. Bevor ich über die CDU rede, muss ich jemanden schelten, den ich eigentlich mal mochte, nämlich die Taz. Die Taz hat in ihrer Ausgabe jetzt zur Handparade ein Interview mit einem Dealer, wo der Redakteur zum Dealer gegangen ist und ihn so ein bisschen befragt hat. Und am Ende kam raus, es ist doch alles in Butter, wir in Berlin, wir können hier kiffen, das ist doch alles überhaupt kein Problem mehr. Und da denke ich, ey, liebe Taz, habt ihr mal darüber nachgedacht, dass es eben doch nicht so einfach ist? Habt ihr vielleicht mal an die Leute in Bayern gedacht? Oder habt ihr vielleicht auch mal daran gedacht, dass es einfach nicht nur weiße, langweilige Mittelschichtsmänner wie euer blöder Redakteur gibt, sondern dass es auch andere Leute gibt, die Probleme mit Cannabis haben? So. Ja, so! Ja. So, das führt mich gleich zum zweiten Thema. Also denken wir mal an die Drogendebatte, die wir aktuell haben. Ich komme aus Kreuzberg und da gibt es den Görlitzer Park. Und ich habe da die Grünen aufgefordert, dass sie doch endlich, so wie sie es versprochen haben, einen Coffeeshop eröffnen. Und ich helfe da auch gerne mit. Die Kreuzberger Grünen sollen für Rechtssicherheit für den Drogeneinkauf im Görlitzer Park sorgen. Und das können sie aber nicht ohne Frau Merkel, die leider gerade noch die Mehrheit hat. Im Bundestag ist es leider so, dass eben eine Mehrheit von Parteien Gesetze ändern müssen. Und ich fordere jetzt hiermit die schwarz-gelbe Bundesregierung auf oder das, was nach der Bundestagswahl noch von ihr übrig ist. Sorgt endlich dafür, dass Cannabis aus dem Betäubungsmittelgesetz rauskommt. Da muss sich endlich was ändern. Sorgt dafür. Das würde ganz viele Probleme auch beseitigen. Es gibt ja nicht nur die geringe Menge, sondern es gibt auch die Führerscheinproblematik. Da denkt vielleicht Frau Merkel auch nicht drüber nach. Wenn dann ihre CSU-Leute, die fahren vielleicht besoffen, aber die werden dafür nicht so stark bestraft wie Kiffer. Das ist ungerecht und diese Führerscheinsituation muss endlich beendet werden. Die Konservativen, die kehren alles unter die Decke. Die Konservativen machen eine verlogene Politik. Es werden Kriege geführt, wo Drogen eine massive Rolle spielen. Darüber redet Frau Merkel kein Wort. Es ist verlogen, dass sie sich hinstellt und über Klimaschutz redet, aber die Pflanze Hanf verteufelt. Wer Klimaschutz sagt, muss auch Cannabis sagen, liebe Frau Merkel. Wir demonstrieren hier für die Legalisierung von Cannabis als Rohstoff, Genussmittel und als Arzneimittel. Und Frau Merkel, die hingegen, die will, dass die Cannabispatienten in die Hände der Pharmaindustrie kommen. Eine vernünftige Cannabis als Medizinpolitik gibt aber nicht die Leute in die Hände der Pharmaindustrie, sondern die gibt ihnen selber die Drogen in die Hand, mit denen sie ihre Schmerzen und ihre Probleme lindern können. Auch hier muss sich wirklich endlich was ändern. Die Genehmigungen sind viel zu kompliziert. Es dauert viel zu lange. Die kranken Leute werden extra schikaniert und das ist wirklich unfair. Das ist menschenrechtsfeindlich. Frau Merkel, hier müssen Sie endlich handeln. Und wie Steffen ja schon gesagt hat, hier vor der CDU-Parteizentrale haben wir eine so starke Polizeipräsenz wie nirgendwo sonst. Die Polizei weiß schon, warum sie die CDU schützen muss, obwohl sie vielleicht selber gar nicht wollen, auch wenn vielleicht auch bei den Polizisten viele sind, die auch eine Legalisierung von Cannabis befürworten, wie zum Beispiel der Polizeipräsident der Stadt Münster, Hubert Wimber. Ich freue mich, dass
dieses Jahr wieder so viele Leute zur Hanfparade gekommen sind, hier feiern und für die Legalisierung von Cannabis als Rohstoff, Medizin und Genussmittel demonstrieren. Ich freue mich, wenn es so weitergeht und nachher noch schön gefeiert wird. Tschüss.